In einer ArrayList enthält jedes Listenelement ein Array von Schlüsselwerten. Zweckmäßigerweise sind alle Arrays gleich groß. Aber sind nicht unbedingt alle Komponenten aller Arrays mit Schlüsselwerten gefüllt? In jedem Listenelement wird noch eine ganze Zahl n gespeichert, die angibt, wie viele Komponenten dieses Arrays tatsächlich gefüllt sind. Repräsentiert durch die ArrayList wird also eine abstrakte Sequenz, in der zuerst die Komponenten des ersten Arrays nacheinander kommen, dann die Komponenten des zweiten Arrays und so weiter. Zum Durchlaufen der Sequenz werden wie bisher auch ein Verweis p auf das aktuelle Listenelement und zusätzlich ein aktueller Index i benötigt. Im Normalfall besteht ein Vorwärtsschritt zur nächsten Position einfach darin, dass i um 1 erhöht wird. Das funktioniert natürlich nicht beim letzten Schlüsselwert im Array. Das ist genau der Fall, wenn p um einen Schritt vorwärts geht. Index i beginnt dann am Anfang des nächsten Arrays. Beim Einfügen muss zuerst das Listenelement gefunden werden, zu dem die Position gehört, wo eingefügt werden muss. Diese Position ist dann irgendwo im Array, ganz vorne, ganz hinten oder wie hier mittendrin. Die nachfolgend im Array gespeicherten Schlüsselwerte werden alle um eine Position weitergerückt, sodass genau an dieser Position eine Komponente frei wird. In der wird dann der neue Schlüsselwert eingespeichert. Das funktioniert natürlich nicht in einem Fall wie hier, wo schon das ganze Array gefüllt ist. Das ist genau der Fall, in dem ein neues Listenelement erzeugt wird. Die Schlüsselwerte werden in beliebigen Zahlenverhältnis auf das alte und das neue Array verteilt. Hier ist die Aufteilung ungefähr halbe-halbe gewählt, was auch üblich ist. Auch beim Löschen kann der zu löschende Schlüsselwert natürlich irgendwo im Array sein. Dann werden einfach alle späteren Schlüsselwerte um eine Position rückwärts gerückt. Das funktioniert nicht, wenn das zu löschende Element das einzige im Array ist. Das ist genau der Fall, in dem ein Listenelement aus der Liste entfernt wird.